Today I will talk about the last piece of the recital I give tomorrow in Kriznacht. We had Brahms, Schumann, my piece, Da Müller, Müller da Minusio, and now I have my good friend Andreas Nick. And I think this is the right book. That's Ticino con Passione. We live in the same community in south of Switzerland, in a very sunny place. And yeah, I think it's a cooking book, and that's not bad. Look here about cooking, because Andreas is a wonderful cook. And so I think it's the moment to go to the wine. We always meet here, we have discussions about composition, music, but also everything of life, politics. He likes very much the framework, or how you say it, this Rahmenabkommen we have in the Switzerland. And now, okay, now I will change to German with Andreas to talk about his composition for clarinet and piano, Drei Epigraphe. He composed this piece for my 50th birthday, which was already some days, some years ago. And yeah, I will do an next performance in Kriznacht. Again, it will be streamed live on Facebook. So I think, Andreas, hello. Great pleasure for me to include you in this conversation. And I think we have to start at a Prost. Zum Wohl, with a very good red wine. It's always, what is this wine? I think Toscana. Della Toscana. Also ein Wein aus Sizilien. Aus Sizilien. Na, das ist auch wunderbar. Jetzt, Andreas, du hast mir eine ganz tolle Komposition gemacht. Wir haben das vor einigen Jahren ja schon gespielt, jetzt wieder. Und ich muss sagen, es war ein Vergnügen, wieder an die Musik zu gehen. Und es war ein ganz neues Gefühl. Jetzt vielleicht, ja, erzähle doch mal, was sind die Grundgedanken hinter diesem Stück? Ja, das freut mich, wenn du das so sagst, dass das, je länger, dass man das pflegt, je interessanter oder spezieller wird es. Das ist wie mit dem Wein, bei gewissen Weinen. Und die Epigraphe sind ein, ich würde mal sagen, im Zusammenhang mit einem anderen Stück ja entstanden, einem Trio für Klavier, Geige und Klarinette, was ihr damals in der Turnhalle aufgeführt habt. Und das heißt, ich bin ja dann ähnlich wie der gute Johannes Brahms in einem Alter, wo man sich langsam beginnt, mit Klarinette zu beschäftigen. Und so ist es mir auch ergangen. Und ich finde das, wobei ich sagen muss, ich habe natürlich schon einiges für Klarinette vorher geschrieben, in großen Blasensembles. Dann gibt es auch die Marionetten, ein Klarinettenkonzert, das ist sehr viel älter als jetzt diese Stücke. Und so war es für mich natürlich speziell, jetzt wieder sozusagen solistisch auf dieses Instrument einzugehen. Und solistisch meint in dieser Kombination, wie ich das sehr viel gepflegt habe, ein Klavierstück plus ein Soloinstrument. Also ich habe eine große Geigensonate geschrieben, ich habe eine Flötensonate geschrieben und jetzt kommt dann sozusagen als Höhepunkt diese Epigraphe, die Klarinettensonate, wenn man das so erwähnen möchte. Also ich finde dich eindeutig noch zu jung, um direkt vom Höhepunkt zu sprechen. Oh, ich gehe langsam gegen 70. Who knows? Who knows? Who knows? Yeah. Jetzt würde mich natürlich wundern, ist es speziell für Klarinette zu komponieren? Einfach schwierig oder was ist der Reiz? Ich weiß noch, wie ich mal einen für die Banda Classica damals ein Stück geschrieben habe, da habe ich immer gesagt, ich liebe diese unglaublich hohen Klarinettentöne im Pianissimo. Und das ist ja etwas vom Schwierigsten und das hat mich dann immer unglaublich fasziniert, wenn die Klarinettisten, und es gab einige, die das dann geschafft haben, wirklich in dieser Art auch realisiert haben. Natürlich gibt es auch wunderbare Klänge, immer in der Kombination, jetzt gerade im Klavier, die
die sich so wahnsinnig schön vermischen, wie zum Beispiel der Anfang, wo die Lage im Klavier dann eben so gewählt ist, dass die Klarinette so wie ein Schaum, eine Schaumkrone über diese Klavierbegleitung sich entfaltet. In der Anfang des ersten Stücks heißt ja auch Epigraphe und ich würde sagen, das erste, das hat schon was mit Wasser zu tun. Sehe ich das richtig? Ja, das doch. Gefühl, dieses ja. Fließen, die Wellen. Wenn man das so ein bisschen poetisch formulieren möchte, kann man das so sehen. Ich habe es jetzt mehr so einer Art minimalartigen Struktur abgeleitet und das weiterentwickeln. Es ist nicht Minimal Music, das muss ich ganz klar betonen, sondern es sind mehr Strukturen, die daraus entstehen und der harmonische Grund ist, ja, vielleicht klingt es nach Wasser, wer weiß. And perhaps I change a little bit to English for all the kleine people. Yeah, he said he loves so much the high notes on the clarinet. And yeah, actually I love it too, but the soft high notes, and we have a good school with Alban Berg with the third piece to play his pianissimo on the high note. Mm-hmm. And of course that makes it, I think that's the fascinating thing of the clarinet, that you can play every dynamic in every range, I think. Mm-hmm. And it's not so obvious, but of course it is possible with our instrument. And then I think also what I saw immediately is your harmonic work with a harmonical structure. And es war interessant jetzt, ganz speziell. Ich habe dann, wir diskutieren alles und er war der Erste, dem ich meine ganze Akkordsystematik da serviert habe und er war natürlich unheimlich kritisch da, was ich jetzt da mit meinen Nummern da bei diesen Akkorden, und dann hast du mich jetzt aber trotzdem gebeten, den Anfang deines Stückes mal unter diesem Aspekt anzuschauen, und es ist dann wirklich interessant, dass du, ich glaube, etwa 4 Harmonien hast auf der ersten Seite, ja. Und von diesen 4 nicht 3 in meiner Oper verwendet habe. Und das kann ja irgendwie fast nicht Zufall sein, weil, also nicht nur, weil wir jetzt zusammen sehr gerne Wein trinken, sondern einfach, weil es ja gar nicht unendlich viele Kombinationen gibt und natürlich dieselben irgendwie eine Faszination ausstrahlen. Ja, das ist das erste Stück. Dann, wenn wir jetzt zum zweiten gehen, das ist eine große Challenge vom Rhythmischen her, was ich liebe, du hast viele Taktwechsel und so, das ist ein Challenge, und wiederum wird dort klar, das Schwierige sind die Pausen zu spielen als Musiker, wenn du zu tun hast, ba, 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 geht's, aber wenn ba, 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 dann muss man eigentlich den Fünfer können, und das ist, also ich liebe das. Das heißt, was ist da so der Hintergrund, die Idee hinter diesem Satz? Also wichtig ist, dass dieses Stück, das zweite, zuerst entstanden ist, das muss ich sagen noch, und das hängt mit diesem Trio zusammen, von dem ich kurz gesprochen habe, das, was ich in der Tonhalle gespielt habe, mit diesem Tap Dance, das war ja dann schlussendlich eine Art Quartett dadurch. Und dort gibt es vor allem im ersten Stück, das ist mit sehr viel kurzen Staccato-Elementen komponiert und auch kompliziert, obwohl es einen durchgehenden Puls hat. Und vielleicht, es ist ja nicht auf einer 5, sondern glaube ich auf einer 12-Achtel-Struktur, aber hat auch viele Pausen. Also es spielt eigentlich nicht eine Rolle, ob man Pausen zählen muss beim 5-Achtel oder beim 12-Achtel. Und insofern war das quasi wie die Replik auf diesen Effekt und diese Faszination, die welche auch mich sehr spannend gedünkt hat im Zusammenhang mit diesem Tap-Tänzer. Und viele haben dann gefunden, ja, diesen Tap-Tänzer kann man ja gerne auf der Seite lassen, das Stück wirkt auch so. Da bin ich natürlich auch der Meinung, nur ist ein kleiner theatralischer Effekt natürlich dadurch gegeben, der für das Publikum sehr attraktiv war damals. Und so kam ich auf die Idee, eben diesen Tanz, es ist ein Tanz, oder? Es ist ein schwebender Tanz in einer gewissen Weise, so in dieser Form zu komponieren. Und so ist dieses zweite Stück dann entstanden. Es war mir dann klar, dass das in der Mitte steht und dass zwei Randstücke, eines mehr harmonisch organisiert, das andere sehr stark melodisch geprägt,
das Stück einleitet bzw. ausleitet. Also Harmonik, Rhythmus, Melodik, genau. Das ist spannend, drei ganz unterschiedliche Stücke. Probably I would like to say only something in English. He told just about the theatrical interest he has, also because it was this second movement was in connection with another piece we did together with my tap dancer, Max Pollack, I say my tap dancer, which I worked a lot together for violin, piano, clarinet, and unlibitum kind of a tap dancer. The piece is really a little punctual it gives a very light structure, but as I said, not very easy to play, but yeah, good challenge. Now we go to the melodic, and it was really fun. We made from the last performance we did, I think 3-4 years ago. It was, I listened to the recording. We had a quite good recording from this concert, and yeah, it was fascinating. You start like there, I think it's for me even the most, the Greek influence, this kind of, you start alone with the clarinet, with these high notes, and I made vibrato, and as I like sometimes to make in such circumstances, I think really vibrato is actually, it's like a kind of this lamento, cantus, which it starts and then the piano comes in. Yeah, so it's only actually a little bit special that normally we have the third movement is fast and you end fast. You make a melodic, more slow movement at the end. Was that the whole conception of the piece, or is that just because your last idea was like that? Das hängt natürlich mit der Situation zusammen, dass dieses Scherzo in der Mitte steht. Sonst müsste man sagen, okay, das Finale fehlt. Aber dass dadurch, dass das Stück doch sehr ausgebreitet ist in einer gewissen Weise und nicht nur langsam ist, es wirkt ja manchmal auch schnell. Es gibt Stellen, die sehr komplex in der Organisation sind, rhythmisch dann auch, und so ganz dichte Felder organisieren zwischen Klavier und Klarinette. Da wird das melodische Element quasi ornamental umfunktioniert. Und eben das, vielleicht ist der Begriff Epigraphe, da müsste man mal schauen, wie das dann ausschaut, dann sieht man das vielleicht am besten, was ich damit meine. Der Begriff Epigraphe hat sich vielleicht tatsächlich an diesem letzten Satz am eindeutigsten entzündet, also diese antike Inschrift. Und so kam mir diese Melodie vor. Und wenn du das ein bisschen antik spielst, dann finde ich das super. Ja, ich bin, wie ihr hört, ich bin auch begeistert und eben wunderschön, hat noch von Hand geschrieben, wenn man hier schaut, das ist einfach... hat schon eine ganz andere Qualität, obwohl, ich meine, du, ich glaube, jetzt hast du begonnen, mit Computer aufzuschreiben, weil Modern Times are coming, and so. Das ist das letzte Stück, das ich von Hand geschrieben habe. Ja, das freut mich natürlich, und ich bin natürlich, ja, das steht, glaube ich, da vorne, oder irgendwo steht es vorne drin, ne, zu meinem 50. Geburtstag. Ja, ist natürlich ist etwas Wunderbares. Also, if you got interest in the work of Andreas Nick, just contact also me. And you see here for my 50th birthday. So I'm already curious what he will compose for my 60th. That's soon. No, not so soon. So there will be a big kind of concerto or whatever. And yeah, so yeah, if you're curious, just contact me and the whole performance of the piece will be tomorrow streamed at 5 p.m. Middle European time. No, Sunday. No, it's tomorrow because this will be tomorrow. Okay, so tomorrow at 5 p.m. Middle European time, it is streamed, and afterwards you can even look it on my Facebook page and or listen to it. So, goodbye. Okay.